Wer hatte sich nicht alles für eine Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 ausgesprochen? Wolfgang Kubicki, Sarah Wagenknecht, zuletzt noch einige Demonstranten in Lubmin. Und was soll man sagen? Die Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 und auch Nord Stream 1 ist erfolgt. Gleichzeitig und vermutlich durch eine gezielte Detonation. Über der Ostsee macht die dänische Luftwaffe diese Aufnahmen, südlich der Insel Bornholm. Allein diese Austrittsstelle habe einen Durchmesser von 1 Kilometer. Dänemark bestätigt insgesamt 3 Lecks in den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2. Sollte das ein Anschlag gewesen sein, dann, so sagen Fachleute, kommt eigentlich nur ein staatlicher Akteur in Frage. Aber wir wollen nicht vorschnell urteilen. Vielleicht war es auch Materialermüdung, wir wissen es nicht. Was wir wissen, Gas wird jetzt noch teurer. Also falls Sie sich zu Weihnachten was richtig Luxuriöses gönnen wollen, dann empfehle ich diese Angeberuhr. Damit machen Sie so richtig Eindruck. Es wäre natürlich klüger gewesen, wenn Deutschland seine Energiequellen diversifiziert hätte. Also Risiko streuen, das ist ja ganz wichtig. Man muss diversifizieren. Das ist ja auch bei der Geldanlage wichtig. Und umso mehr ist es wichtig, natürlich bei der Energieversorgung. Jetzt ist die Situation so verfahren, dass Deutschland nicht mehr wählerisch sein darf bei der Wahl seiner Energielieferanten. Auf der Suche nach Flüssigerdgas hat Olaf Scholz gerade mal in der sympathischen Diktatur Saudi-Arabien vorbeigeschaut. Da wird sich Kronprinz bin Salman gefreut haben. Jetzt ist er endgültig rehabilitiert. Da ist auch der Reporter erschüttert. Es tut wirklich weh zu sehen, wie ein deutscher Kanzler diesem Mann lächelnd die Hand gibt, der höchstwahrscheinlich für den Mord an Khashoggi verantwortlich ist, der mit Sicherheit für die Entführung des libanesischen Regierungschefs Hariri verantwortlich ist, der für den Krieg im Jemen verantwortlich ist. Und es tut auch weh zu hören, wie Scholz nach 4 Jahren den Namen Khashoggi heute öffentlich gar nicht in den Mund genommen hat. Ja, er wollte nichts riskieren. Ja? Und er hat gelächelt, weil er einfach froh war, dass er unversehrt geblieben ist. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man mit Saudi-Arabien zu tun hat. Ein bisschen Corona hat er mitgebracht, aber damit kann man leben. Es wäre wirklich wichtig, dass die Koalition dieses Thema Energiepreise in den Griff bekommt. Sonst weiß ich nicht, was in diesem Land passiert. Sonst denke ich, dass die Geschichtslehrer demnächst keine Schwierigkeiten mehr haben werden, ihren Schülerinnen und Schülern die Probleme der Weimarer Republik ganz anschaulich näher zu bringen. Was sich die Bundesregierung aber wirklich mal klemmen kann, und damit meine ich alle, die da bisher 9-mal kluge Energiespartipps rausgehauen haben, ja, diese blöden Tipps, macht es so, Duschkopf, das ist doch blanker Hohn. Wir müssen jetzt alle den Waschlappen enger schnallen, so viel Wasser sparen Sie, wenn Sie Ihr Gesicht in der Toilette waschen und so weiter. Was soll denn da? Die Menschen mögen es nicht. Es ist doch eine Bevormundung. Und es ist eine Erfahrung, die auch unser Energiesparcoach gemacht hat. Die Menschen mögen das nicht. Wir haben ihn mal losgeschickt, unseren Energiesparcoach, und zwar im Auftrag der Bundesregierung. Mein Name ist Michael Brönner und ich bin im Auftrag der Bundesregierung unterwegs, um mit den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern, über unsere Energieversorgung zu sprechen. Und da gibt es ja hier da ein kleines Problem. Aber wir wollen heute den Menschen ein paar Tipps an die Hand geben, wie sie richtig gut durch den Winter kommen. Also ganz okay durch den Winter kommen. Wie zufrieden sind Sie mit der Energiepolitik? Überhaupt nicht. Richtig scheiße alles. Ja, wieso? Was ist daran so schlecht? Zu teuer alles. Wenn ich schon höre die Aussage von den Kretschmann, wir sollen uns nur noch einmal in der Woche duschen und sonst mit dem Waschlappen abwaschen. Was soll das? Ja, wir haben ja einen Waschlappen hier. Schöner Waschlappen. Ja, das ist der Bürgerwaschlappen. Ja. Den könnte ich Ihnen um die Ohren hauen, könnte ich Ihnen den. Wenn Sie jetzt damit unerfahren sind, dann würden wir vom Team Energie, würden wir Sie auch waschen. Also ich könnte jetzt hier sofort, wenn Sie möchten, könnte ich so ein bisschen... Abends haben wir ein kleines Licht an und den Fernseher an. Ja. Und wenn wir heizen... Im Wechsel aber. Ja. Also Licht an und den Fernseher aus. Nee, beides an. Beides gleichzeitig. Ich gehe regelmäßig zum Schwimmen. Da wird auch schon runterreguliert. Ja, das und spüren auch, Sie auch schon. Das spüre ich. Schwimmen Sie dann etwas schneller? Dann schwimme ich etwas schneller. Wie zufrieden sind Sie mit unserem Bundeswirtschaftsminister, wie der die Energiepolitik... Der ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Ja, oder poetisch, kann man ja auch sagen. Oder so. Der Robert hat ja dann in seiner Freizeit, wenn er gerade nicht rechnet, auch noch ein bisschen was gedichtet. Das kann er ja gut. Ja. Hier, nicht nur rot-grün-gelb anfauchen, lieber wenig Strom verbrauchen. Ja, wie sollen wir das machen? Sollen wir nicht mehr kochen? Kein Licht abends, wenn man mal auf Toilette muss oder so? Wenn die Miesen sich addieren, musst du halt ein bisschen frieren. Wie ist das? Schrecklich. Aber du hast so eine warme Jacke an. Verlass das hier.
Das ist doch jetzt so ein schöner, warmer Spätsommer. Noch, ja. Das kommt ja noch anders. Dann wird es wieder kalt. Und die Frauen frieren, wenn es kalt ist. Ja, aber dann können Sie doch, wenn Ihnen so kalt ist, dann fahren Sie doch mal ordentlich in Urlaub ein paar Monate. Ja, wer bezahlt? Ja, natürlich. Der Olaf, der Bundeskanzler, der hat da ja auch sehr schön gesagt, you never walk alone. Wie sehr erwärmt Sie das, erwärmt ja, Ihnen das, das Herz? Er erzählt ja viel. Aber ich bin der Meinung, wir dürfen nicht so viel erzählen, wir müssen tun. Mal eine klare Ansage, mal sagen, so, das geht, so geht's jetzt lang oder ja. Fertig. Grundsätzlich sind Sie zufrieden mit dem Kurs der Bundesregierung? Ich hoffe, dass das noch mal ein bisschen anders wird, ne? Und nicht, dass Sie nur sagen, der kleine Bürger wird gedrückt, 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 ne? Ja, also da merkt man einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach uns unterstützen bei unserem Kurs, den wir mit der Energiepolitik hier gehen. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man so viel Rückenwind hinter sich weiß. Toll, weiter so, wir machen das. Also wie gesagt, wenn ich die Sprüche da alle höre, könnte ich die durchs Fernsehen ziehen. Danke, Jens Holz und Tobias Döll. Sparen, 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 sparen. Und dann gibt es ja noch die Gasumlage. Sie erinnern sich, ein Projekt, das ziemlich vermurkst war und dass die Gaskunden noch mehr Geld kostet. Der zuständige Minister ist Robert Habeck. Mit der Gasumlage sollte ja unter anderem der Gaszwischenhändler Uniper gerettet werden. Jetzt ist Uniper aber so am Ende, dass die Firma verstaatlicht wird. Ja, uns gehört Uniper. Yeah. Ja, yeah, ich spüre die Begeisterung. So wie uns auch ein Teil der Commerzbank gehört. Auch doch, warum werden eigentlich immer nur die Schrottfirmen gekauft, die am Ende sind? Okay, bei der Lufthansa, da hat der Staat am Ende Gewinn gemacht durch die Beteiligung. Das war nicht schlecht. Könnte der Staat nicht auch mal Google kaufen? Oder Amazon, mal so eine Firma? Oder wenn wir was retten, dann wenigstens so eine Firma wie Hakle, die Klopapierfirma, die pleite ist. Genau wie Uniper. Ne? Ich meine, da weiß man dann aber auch direkt, dass das Geld für den Arsch ist. Jetzt sagen viele, und wahrscheinlich sagen sie es zu Recht, die Gasumlage muss wieder weg. Da wird aber jemand ziemlich sauer, und zwar jemand, von dem man es nicht erwartet hätte. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Meine Güte. Ich glaube, so sickig war der zuletzt, als Annalena Baerbock ihm klargemacht hat, dass sie Kanzlerkandidatin werden. Inzwischen will aber auch Robert Habeck die Gasumlage fallen lassen. Christian Lindner, der Finanzminister, ebenfalls. Und was sagt der Kanzler? Olaf Scholz, der mächtigste Mann im Land? Das ist etwas, wo alle Faktoren gemeinsam betrachtet werden müssen und alles ineinander greifen muss, damit wir das auch tatsächlich erreichen und damit die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen nicht für sie unlösbare Aufgaben gestellt werden. Und das ist wieder einer der Momente, wo ich denke, wenn er den Satz auf Kiswahili gesagt hätte, hätte ich genauso viel verstanden. Dazu kommt die Frage, ob es einen Gaspreisdeckel geben soll. Das Problem ist ja, ein Gaspreisdeckel kostet Geld. Und Finanzminister Christian Lindner will nicht von der Schuldenbremse runter. Lindner ahnt aber, dass er nachgeben muss. Er steckt jetzt in einem Teufelskreis. Ich glaube, er ist in einer Grübelschleife. Ja, er fragt sich, wie soll ich mich entscheiden? Was geht jetzt gerade wohl im Kopf von Christian Lindner vor? Schauen wir es mal an. Werfen wir mal einen Blick auf die Denkwege in Christian Lindners Gehirn. Er denkt sich, okay, wir brauchen einen Gaspreisdeckel. Daran führt kein Weg vorbei. Dafür brauche ich aber Geld. Um Geld zu kriegen, müsste ich die Steuern erhöhen. Wenn ich die Steuern erhöhe, dann wählen mich am Ende die Zahnärzte nicht mehr. Ja? Wenn ich die Steuern aber nicht erhöhe, dann muss ich Schulden machen. Ich habe aber vor der Wahl versprochen, keine Schulden mehr zu machen. Also wählen mich am Ende die Zahnärzte nicht mehr. Wenn ich aber kein Geld ausgebe, dann gibt es keine Gaspreisbremse. Das bedeutet, die Leute verarmen. Sie sitzen im Winter im Kalten. Sie kaufen keine Lebensmittel mehr. Sie trinken Wasser statt Cola. Sie essen trockenes Brot statt Kuchen. Sie kauen Fingernägel statt Schokolade. Das heißt, die Zähne bleiben gesund. Dann wählen mich am Ende die Zahnärzte nicht mehr. Nützliche Situation. Ich vermute, Lindner weiß auch, wir haben im Moment eine hohe Inflation. Eigentlich ist das ein guter Moment, um Schulden zu machen, weil das Geld ja an Wert verliert. Wenn man jetzt 500.000 Euro Schulden macht, kriegt man dafür noch eine Eigentumswohnung, in 10 Jahren vielleicht noch einen Joghurt. So. Auf der anderen Seite beschleunigen ja mehr Staatsschulden die Inflation nochmal zusätzlich.
schwierig. Zum Glück gibt es Hoffnung. Es gibt eine Frau, die weiß, wie die Konflikte aufgelöst werden können. Wir haben eine Kommission gegründet für diese Frage der Gas- und übrigens auch Wärmepreisdeckel. Nicht nur der Gaspreis schießt durch die Decke, sondern durchaus auch der Ölpreis, der Pelletspreis und viele andere Energieträger. Aber Frau Esken, so eine Kommission, das klingt immer nach, das dauert und ist auf den Sankt-Nimmerlandstag verschoben. Diese Kommission arbeitet Tag und Nacht. Oh ja, nimm das, Putin. Du hast die Kommissköppe, wir haben die Kommissionsköppe. Und die arbeiten Tag und Nacht. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie heute noch den Extra 3-Kanal. Und hier geht es gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.